Reicht das überhaupt rum? Blöd, dass wir nicht rennen können. Aber ich meine, er rennt ja schon, aber so sprinten oder sowas. Das wäre nice. Weil wenn wir auf irgendwas reiten könnten. Irgendein, weiß nicht, so ein fliegendes Ding. Hier rumfliegen wäre auch nicht schlecht, glaube ich. Bist du Saurons geistig zurückgebliebener Bruder oder was? Nice. Wechseln sie. Okay, das ist jetzt was anderes. Das blitzt. Oder das sind einfach... Ah, das ist diese Prüfungswelt. Und das sind einfach nur vier Dinger, die wir deaktivieren. Oder aktivieren müssen, je nachdem, wie man es sieht. Oh. Töten Sie 50 Feinde, bevor kriegsinfizierte Gesundheit aufgebaut ist. Für die verbleibende Gesundheit werden Seelen als Belohnung. What? Na, vielen Dank auch. Was ist das an der Seite? Ah, das ist gesund. Ah, wir können hier immer Gesundheit holen. Brauchen wir das? Ich weiß es nicht. Wir machen hier erstmal ein bisschen Heckmeck. Ja, wo bleibt die? Es kommen halt, kommen jetzt echt nur einzelne? Wirklich? Das wird ein bisschen ewig dauern, dann schätze ich. Du miese Sau. Dich nehme ich mit. Ich weiß nicht, ob wir unsere Gesundheit schon aufladen sollten. Okay, das hier ist Zorn. Okay, wir haben zweimal Zorn, zweimal Gesundheit. Das ist interessant. Brauchen wir das auch? Sieht nicht so aus. Wir haben die Möglichkeit gegeben. Wir müssen sie nicht nutzen. Huch. Boah. Das macht Schaden. Huch. Was? Ja, sicher doch. Okay, vielleicht brauchen wir das doch. 49, okay, wir müssen die... Ne, wir müssen die nicht töten, alle. Ich hätte gern so ein bisschen hiervon. Wenn es nicht zu viel verlangt ist. Das wäre dieser. Und das ist der 50. Hm, nice. Wir nehmen das hier trotzdem mit. Einfach nur, um wieder volle Gesundheit zu haben. Na, da wäre auch. Na gut. Brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Das wäre Nummer 2. Zwei dahin. Boah, zwei im Sinn. Oh, kühle Luft. Oh, es ist so gut. Was kommt diesmal für ein verschobenes Minigame? Da sieht man jetzt, sind zwei von diesen vier Dingern aktiv. Da und da sind die anderen. Jetzt ist wieder irgendeine Aufgabe.
Das Blutegende, kleine und schwache Feinde können jederzeit sofort getötet werden, das weiß ich. Größere Gegner müssen erst gelähmt werden, bevor sie erschlagen werden können. Töten sie einen kleinen Gegner mit E. Und Zeit 30 Feinde, wobei sie nur Kriegs-Sofort-Tötungsangriffe nutzen. Für die verbleibenden okay. Das heißt nur Finisher, quasi. Das wird ja lustig. 5 Minuten haben wir Zeit. Hangeln uns einfach von einem Vieh zum anderen. Überflieger, haben wir voll freigeschaltet. No, keine Flugdinger mehr. Das ist aber schade. Das ist aber schade. Aber auf jeden Fall alle Fledermäuser getötet, ohne abzusetzen. Ich meine, die einzelne hier zählt jetzt logischerweise nicht, weil die einzelne ist. Ja, da ist halt jetzt noch eine gekommen. Aber wir warten einfach mal wieder, bis wieder neue aufgetaucht sind. Ich hab doch... Hier, geht doch. Ja, guck mal da. Ich finde es gut, dass es so nahtlos übergeht, wenn wir... Mitten in der Combo können wir einfach E drücken und dann führt er diesen Supermove aus oder hier direkt im Charge drin, so mehr oder weniger. Oh, jetzt kommt der Große oder was? Oh Gott. Soll nicht seine eigenen Leute so rumschubsen. Nein! Ha, wir sind unsterblich, wenn wir mitten in der Kombo sind. Die dumme Pissnase. Komm, wir kümmern uns gar nicht um den, wenn es geht. Ja, natürlich! Was ist denn wrong mit euch? Das muss jetzt gerade mal sein. Ja, hallo, ich komme nicht raus. Einen haben wir wenigstens. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Das wäre dieser hier und puff, ist vorbei. Ey, warum werden wir nicht angezeigt in der Cutscene? Das ist ja eigentlich ein geskriptetes Event. Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Mir sind die Chef, natürlich. Was glaubst du denn? Numero de Rey. Oder Tres. Es ist schon 3 Uhr. Wir sind jetzt bei 2 Stunden. Ja, ich denke, ich werde das noch machen. Dann noch gucken, was danach passiert. Ein gutes Ende raussuchen und dann... Das ist für die erste Aufnahme. Ich werde es so handeln. Wahrscheinlich, also gerade bei so Spielen, die so ein bisschen actiongeladener sind und sowas. Wie hier und ein bisschen hektischer. Auch wie bei Doom werde ich so machen, dass ich mittendrin einfach cutte. Und bei Spielen halt... Ghost Recon, wo du halt ein bisschen strategischer vorgehst, oder bei Fallout, wo es alles teilweise ein bisschen ruhiger ist.
Kann ich mit An- und Abmoderation das ruhig machen. Hier, Darkseid ist 1 und im zweiten Teil wahrscheinlich Schlag auf Schlag. So, halten Sie linke Umschalttaste gedrückt, um sich auf Gegner zu konzentrieren. Das kennen wir. Und damit kriegst du seine Feinde in die Luft befördert. Das kennen wir. Das kennen wir auch. Alles klar. Luftkombination. Das wird ja interessant. Das wäre der Erste. Dann kommen Sie mal her, du. Ich glaube, das zählt. Oh, nee, das wollte ich nicht. Hallo? So, den haben wir schon mal ein bisschen angetitscht. Komm schon. Das hätte eigentlich der. Hä? Was passiert? Moment. Dann machen wir mal anders. So. Ja, das war's schon. Schwer war das jetzt nicht. Block gegen Abwehrinstinkt erwacht. Dadurch kann der körperliche Angriff von Schussangriffe abwehren. Drücken Sie da kurz vor dem Einschlag die linke Alt-Taste. Also, das war unterhaltsam. Achso. Können wir das noch einmal machen? Ich glaube, es ist schon vorbei. Tatsächlich. Das brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Life ist immer gut. Ah. Fertig. Jetzt können wir zu unserem Steinfreund zurück. Der ist das direkt hier unten. Das muss der letzte von ihnen gewesen sein. Lass uns von hier verschwinden. Irgendwann mach ich den kalt, ich sag's dir. Verwüster. Diese Erweiterung erhöht den Schaden, den Krieg bei Angriffen mit Umgebungswaffen verursacht. Was genau sind denn Umgebungswaffen? Die Sachen so, diese Autos und so Geschichten, oder was? Schätze ich jetzt mal. Bin mir nicht sicher. Ich gehe von aus. Ja, dann würde ich auch mal sagen, wir machen hier mal eine Aufnahmepause. Kann ich hier gerade mal. Ich guck mir das an, wie das ist. Speichern, ah. 1, leer. Oh, abgeschlossen. Oh, hier sind wir fast wieder zweite Level. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für diese Aufnahme von Darksiders und wir sehen uns entweder gleich oder in der nächsten Folge wieder mit unserem Freund Krieg und dem Chaosfresser. In diesem Sinne, bis dahin. Ja, da sind wir wieder bei Darksiders. Wir sind ja aktuell auf dem Würgeagger, und haben. Da hängt eine Fledermaus, die sehe ich. Wir haben in der letzten Folge diese vier waren es, glaube ich. Sag mal, diese Mini-Prüfung da, deaktiviert. Das waren wie so Schlösser, die haben wir deaktiviert, um diesen Steinriesen, der vor der Unterführung gehockt hat, zu befreien. Der hat uns dann durchgelassen, nachdem wir ihn angetötet haben. Ach, ich mag das Ding. Hier, die Bewegung ist hier noch so ein bisschen, ja, aber, also, das Spiel ist alt. Wenn man es mal so sagen kann, aber es ist trotzdem. Alter! Es macht trotzdem noch unglaublich viel Laune. Der zweite Teil, Nee. Ich sag überhaupt nichts zum zweiten Teil.
Ich sag nur, wir werden ihn auch noch spielen und zwar direkt im Anschluss. Nur schon mal als kleine Aufwärmung, sag ich mal. Aber wie das ist, das Gameplay und so, das seht ihr dann ja selbst. Beziehungsweise seht ihr dann. Ach, jetzt ob ich dich nicht sehen würde. Hallo? Come to me. Alter. Nice. Haben wir jetzt gerade zwei Treffer bekommen? Ah, so einmal dranhängen und einmal abstechen, anscheinend. Ja, nehmen wir mal mit. Den zweiten werde ich auch mit Maus und Tastatur spielen. Tatsache ist, nämlich, ich hatte schon mal ein komplettes LP vom zweiten Teil gemacht. Das war die ganze Zeit auf meiner Festplatte. Das Problem dabei war, es war noch mit meinem uralten Aufnahme-Equipment, sag ich oft. Und zwar war das dasselbe, mit dem ich auch Dead Space 3 damals gemacht habe, vor... ich weiß nicht, wie lange das her ist. 1000 Jahre, gefühlt. Und qualitativ merkt man da schon doch einen extremen Unterschied. Und ich dachte, nee, es ist noch nicht eingeplant, es ist nicht hochgeladen, das kann es eigentlich nicht bringen. Dachte ich, komm. Da waren die War Mastered Edition und die Definitive Edition im Angebot. Habe ich mir die geordert und dachte, komm, auf dem PC, da kannst du ein bisschen, da ist auch einfacher mit dem Aufnehmen und sowas. Haust du doch mal beide einfach raus. Und außerdem hatte ich mal wieder Bock, die zu spielen. Dachte ich, komm. Verknüpft das eine mit dem anderen. Oh Gott, das ist eine... Ich wollte es gerade sagen, es ist eine Arena. Das ist eine... I come to me. Ja. Ey. Braucht gar nicht hier hinten angeschlichen zu kommen, ja? Huch. Der war gut. Das Gute ist, wenn der die Finisher macht, die Swipe-Angriffe, die treffen trotzdem noch alle anderen. Das gefällt mir. Ach, komm. Strengt euch doch mal ein bisschen an hier. Weil als ich damals Darksiders 2 aufgenommen hatte, aber nicht hochgeladen hatte, da war ich so schlecht, ey. Ich hatte teilweise einen Kampf, ich sag mal, gegen... Wem es was sagt, gegen eine gewisse stachelige Bestie, so ein stacheliges Vieh, boah, bestimmt eine halbe Stunde, weil ich den nicht down gekriegt habe. Das war blamierend, ein bisschen. Aber ich denke, mit Maus und Tastatur, da habe ich jetzt ein bisschen mehr Übung drin, auf jeden Fall, weil damals, zu der Zeit, habe ich PC kaum gespielt. Konsole war bei mir volles Programm, PC überhaupt nicht. Also schon, aber nicht so wie heute. Und auch nicht mit dem Equip wie heute. Und ich sag mal, der Erfahrung, was diese ganze Geschichte hier angeht. Also ich bin guter Dinge, dass es hier nicht scheiße sein wird. Ich hoffe es. Ich hoffe, es gefällt euch genauso, wie es mir Spaß macht, es zu spielen. Nein! Oh, verdammt. Alter, komm her. Ich bin mir fast sicher, dass wir da rein müssen. Allerdings gucken wir natürlich nach. Da unten ist ein Relikt. Okay, nehmen wir das mit. Soldat, das kennen wir schon. Damals wurde es ja auch als, ich sag mal, Zelda für Erwachsene betitelt hier. Wegen diesem Schwertkampf. In dieser Schwertkampfgeschichte, weil es ist damals, wenn es, habe ich das so in Erinnerung, wenig Spiele gab, wo man so richtig, ich sag mal so, im Zelda-Style halt, im dritte Person mit so ein paar RPG-Elementen, Erkundungen und so Geschichten, wirklich kein Rollenspiel in dem Sinne hatte, sondern eher so ein Action-Adventure-Spiel, kann man fast sagen. Und das ist halt blutig gewesen. Ich glaube, es ist ab 16? Ich habe keine Ahnung. Irgend sowas. Wow, Alter, kommen die aus der Kanalisation oder was? Das ist der U-Bahn. Zur Kanalisation führen keine Treppen runter. Aber hier, guck mal da oben.
Das ist Wulgrims Base hier. Wulgrims Hut. Zack, komm. Ah, da haben wir noch ein bisschen Seelen. Hier müssen wir mit Sicherheit... Na, da oben ist der Wulgrim, also da geht's zum Wulgrim. Wir holen uns ja erstmal hier die Kiste. Schwimmen dann ein bisschen hier runter. Oh, wir haben viele Seelen. So, wie war das jetzt nochmal? Ah, sehr geil. Irgendwas muss es hier... das ist eine gute... Das ist eine gute Kiste. Ja! Das ist auch so eine Geschichte. Also, ich hab's ja schon mal in der letzten Aufnahme irgendwann gesagt. Der erinnert mich ganz, ganz stark an den guten Arthas. Wem dieser Name was sagt, also... Wem dieser Name nicht sagt, schämt euch. Ja. Also von dem... Oh ja, das ist toll. Ich meine, von der ganzen Aufmachung, die Rüstung, die Kapuze, der miese Blick, die leuchtenden Augen, das dicke Schwert. Ja. Ihr wisst schon. Also, was haben wir denn hier? Okay, hier könnten wir direkt unseren maximalen Zorn erhöhen. So. Ah, soll's mal aufhören. Der summt einfach. Das macht's nicht angenehmer hier. Okay. Vitalschlitzer, was gibt's hier noch? Wir könnten mal eine Sense kaufen. Das ist ja halt, also ich sag mal, das hier ist für mehr Seelen zum Farmen, würde ich sagen. Das hier ist für mehrere Gegner. Das, was wir haben, ist für einzelne Gegner, glaube ich, ganz gut. Aber ich würde mal gerne einen neuen Skill mir ordern. Und wir da mal ein bisschen mehr Vielfalt haben. Also, wir können jetzt mal hier das tauschen. Die, hoch, Orbitalschlitzer nach hinten. WASD. Nach hinten? Was ist denn nach hinten WASD? Wie darf ich mir die Kombination denn vorstellen? Was ist denn da dann nach hinten? Ist es... Ist da die Maus... Nee, Maus nach hinten? Kann ich das mir angucken? Harpunenangriff. Stufe 1. Kreissäge. Okay, das haben wir schon gesehen. Ah, dieser Perverse. Linke Alt-Taste plus dieses, ein starker Schwinger, haben wir eigentlich noch nie benutzt. Erhöht die Reichweite dieses Angriffs. Das ist schön. Teufels. Block-Gegenangriff haben wir noch nie benutzt, glaube ich. Ah, dieser Perverse. Dann kaufen wir das hier. Und nochmal. Und nochmal. Und dann. Nein, was wollte ich. Was wollte ich denn holen? Das hier war's. ESD plus Sinker, der Feind zerteilt. Ja, sparen wir den Rest erstmal. So, wie ist denn das jetzt? Ich hab schon wieder vergessen, warte mal. Links plus. Also, das ist dieser. Aufgeladene. Oh, okay. Also wenn ich quasi laufe und dann... Oder ich mache diesen hier. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gucken wir, was es hier gibt. Yo, was seid ihr alle? Ich möchte es... Das ist nicht schlecht.